Ja, Simi, Gratulation für Skisprung.tv, dieses kurze Interview. Mir ist schon wieder das Herz stehen geblieben. Ja, das war schon genug Anlauf für die Verhältnisse. Und das habe ich schon anfangs gesehen, als die anderen weitergesprungen sind. Ich hatte im ersten Sprung, ich weiß, wie die Chance zu springen ist, krieg's aber nicht immer hin. Im ersten Durchgang zu viel Risiko. Und im zweiten habe ich dann wirklich alles gegeben und das ist dann aufgegangen. Aber ich kann einfach solche Sprünge machen und da habe ich leider die Landung ein bisschen verwackelt, aber der Sprung und das Gefühl in der Luft war natürlich schon gewaltig. Simi, kann man das den Zuschauern erklären? Der würde vielleicht sagen, Mensch Simi, spring doch 2 Meter kürzer, dann setzt du einen perfekten Telemark und gewinnst. Versicherung und Vorsorge. Ja, aber da kannst du nichts mehr steuern, wenn du so hoch in der Luft bist. Ich habe eine Spur zu früh aufgemacht, sodass ich nicht bis zur Landung schön geflogen bin. Und der Sprung war halt schon unter auch extremer Spannung. Und da mache ich oft ein bisschen Verwackler an der Landung. Dass sie mir dann nicht mehr geben in den Noten, hängt auch davon ab, dass ich halt nicht die beste Werbung im Training gemacht habe. Aber ich versuche das auch umzukehren und jetzt gibt es für den Rest der Tournee nur noch eins, einfach weiter solche Sprünge zeigen. Es ist so eng wie noch nie vorher. Was ist noch drin in der Tournee? Ja, ich will es gar nicht genau wissen. Jetzt ist der Rückstand immer noch so groß wie was vorhin auf dem Führenden und jetzt muss ich einfach das auch ein bisschen außer Acht lassen, um wirklich die Sprünge dann versuchen so zu bringen. Und Simi, die letzte Chance streut am meisten. Toi, toi, toi. Danke. Ich weiß es. Alles Gute.